Genau. Welcome to Play 23. Hallo bei den digitalen Hausbesuchen. Ihr seid hier bei Play 23. Ihr, die hier vor Ort seid, ihr wisst es, ihr alle im Twitch-Stream seid vielleicht gerade das erste Mal da. Das ist das Creative Gaming Festival hier in Hamburg im Jupiter, ehemals Sportcar-Stadt, mitten in der Mönckebergstraße, mitten in Hamburg. Herzlich willkommen bei den Leuten, die bei Twitch in dem Kanal von Ortnina sind. Sie hat uns den Kanal freundlicherweise zur Verfügung gestellt und wir senden alle Show- und Bühnenprogramme über ihren Kanal. Ich bin Andreas Hedrich, ich gehöre zum Play-Team, genauso wie Sergei Klein, der ist jetzt noch nicht hier, der wird aber gleich kommen, der sammelt nämlich eure Fragen, die ihr vielleicht gleich habt und stellen wollt, ein und gibt sie dann weiter an unseren Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Im Publikum seid ihr, die ihr online zugeschaltet seid, aber auch alle Schülerinnen und Schüler, die heute in den Workshops waren, unter anderem aus der Stadtteilschule Erich Kästner, vom Gymnasium Lerchenfeld, von der Stadtteilschule Alter Teichweg, der Stadtteilschule Niendorf, der Stadtteilschule Lurup, des Nils-Stehensen-Gymnasiums, der Bugenhagen-Schule und der Waldorfschule Bergedorf. Nicht mehr alle sind da, aber immer noch ganz schön viele. Und alle haben bis eben Workshops besucht oder die Ausstellung angeguckt. Zu den Workshop-Ergebnissen kommen wir dann später, nämlich nach diesem digitalen Hausbesuch. Ihr könnt euch gleich an dem Gespräch beteiligen, das habe ich schon gesagt. Entweder ihr schreibt es in den Chat bei Twitch oder ihr meldet euch hier und könnt euch direkt beteiligen. Gut, nun zum Hausbesuch zusammen. Mit euch besuchen wir bei Play immer Menschen, die in der Games-Branche arbeiten oder als Streamer, Streamerin unterwegs sind. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich einen, der in einem Beruf arbeitet, der extrem wichtig ist für eigentlich alle Medienarten, aber eben auch für Games, nämlich einem Autor. Wir sind zu Gast heute bei Dennis Frey. Er ist aus Stuttgart, lebt in der Nähe von Frankfurt. Ja, hallo Dennis, schön dich hier zu haben. Schön, dass du bei uns bist. Da seht ihr ihn. Ja. Hallo Dennis. Ich finde das sehr schön, dass ihr direkt zu mir nach Hause kommt. Ja, genau. Wobei stören wir dich denn gerade? Ihr stört doch nicht. Niemals. Nein, ich bin in einem ganz normalen Arbeitstag. Das ist schön. Ich bin sehr flexibel. Ich kann sowas einfach einschieben, ohne dass es stört. Heißt, ich habe vorhin am neuen Buch weitergeschrieben und habe das kurz unterbrochen jetzt für unser Gespräch. Wie würdest du deinen Beruf beschreiben, wenn du die Wörter Autor, Storyteller oder Schriftsteller nicht benutzen darfst? Ich darf Sachen umschreiben. Aber ja, es geht immer ums Erzählen. Es geht immer ums Erzählen. Ich spiele gern mit Wörtern, ich spiele gern mit Ideen. Ich habe eine Menge Kreativität, die raus will. Die gehört da einfach mit rein. Und dann schaue ich, dass ich das Ganze, was so in meinem Kopf passiert, in irgendein Format bringe, in dem ich das anderen Leuten gut rüberbringen kann. Wenn ich jetzt so an klassische Bilder von Autorinnen und Autoren denke, dann denke ich so an Menschen mit riesigen Zettelbergen oder die so an so einer Schreibmaschine sitzen oder irgendwo im Garten unterm Apfelbaum in einen Blog schreiben. Wie sieht es bei dir aus? Mhm. Wie arbeitest du? Das klingt sehr romantisch. Zettelberge habe ich auch, direkt hier außerhalb des Kamerabereichs. Die gibt es durchaus. Schreibmaschine ist abgeschafft, die habe ich ausgetauscht mit dem Computer. Und ich mache das, ich kenne eine Menge Leute, die da sehr fancy sind und mit verschiedenen Schreibprogrammen arbeiten, wo man ganz tolle Sachen machen kann. Ich bleibe sehr klassisch bei Word, da gibt es nicht so viele Optionen. Da brauche ich nicht großartig einarbeiten. Heißt, ich sitze viel in diesem Raum hier, in diesem schönen langen Raum und tippe so vor mich hin. Und die Zettelberge sind quasi immer, wenn ich unterwegs bin und Ideen habe, dann werden die notiert von Hand. Und ja, liegen dann hier, bis sie eingearbeitet werden ins Projekt. Und findest du diese Zettel wieder? Ja. Das Problem ist, manchmal finde ich die wieder und bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich mir selbst sagen wollte. Wenn das nur so nebenbei war und ich schreibe mal schnell ein Wort auf oder zwei und später schaue ich drauf. Ja, das war bestimmt eine prima Idee.
Ich weiß nur leider nicht mehr, was ich mir damit sagen wollte. Schade, passiert aber manchmal. Und wenn ich jetzt so an Momente denke, wenn ich was schreiben soll, muss, weil das jemand von mir haben will, einen Artikel zum Beispiel oder so, dann sitze ich sehr lange vor einem leeren Blatt. Oder ich schreibe was und finde es richtig blöd hinterher. Wie oft sitzt du vor einem leeren Blatt und findest den Anfang nicht? Oder findest du immer einen Anfang? Interessante Frage. Ich finde immer einen Anfang. Problematisch wird es, wenn ich was Bestimmtes fertig machen muss. Weil ich kann, irgendwas gibt es immer, wo ich Lust drauf habe zu schreiben. Oder wo ich eine Idee habe, die ich gerne ausarbeiten möchte. So. Aber manchmal, das ist halt der Nachteil, wenn man es dann nicht mehr als Hobby macht, sondern als Beruf. Manchmal gibt es eine Deadline, manchmal muss das fertig werden. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade ein Projekt, das muss bis Ende nichts. Ah, Moment, jetzt ist es offiziell dieser Monat, es muss bis Ende diesen Monat fertig werden. Das heißt, ich habe jetzt einen Monat, in dem ich mich nicht ablenken lassen darf von irgendwelchen anderen coolen Ideen, die ich habe, sondern ich muss jetzt einen Monat intensiv an diesem Buch arbeiten, damit das dann überarbeitet werden kann und der Buchsatz gemacht werden muss, kann und so, damit es eben dann Anfang nächsten Jahres rauskommen kann. Das funktioniert aber nur, wenn ich mich jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen einschränke. Okay, vielleicht magst du einmal beschreiben, was für Projekte du bisher so geschrieben hast und welchen Bezug du auch zu Games hast. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch mal zu erklären, was es eigentlich für Unterschiede gibt. Gibt es vielleicht überhaupt gar keine Unterschiede, für welches Medium man schreibt? Also Buch, Film, Computerspiel. Die Unterschiede dabei sind eigentlich so spannende, weil man so viele unterschiedliche Sachen machen kann. In einem Buch erzählt man ja eine sehr lineare Geschichte. Da, im Normalfall, sagen wir mal, ich habe auch schon Spielebücher geschrieben, wo man quasi eigene Entscheidungen treffen kann und an unterschiedlichen Stellen weiterliest. Aber im Allgemeinen, wenn ein Buch geschrieben wird, das steht dann fest, da kann nichts mehr gemacht werden. Während ich, wenn ich für ein Spiel schreibe und das eben nicht super linear mache, muss ich sehr viel offener schreiben. Da habe ich auch schon mal so ein bisschen mit rumprobiert. Das ist eine andere Art von Schreiben, genauso kreativ, aber eben man muss ganz andere Sachen beachten. Dieses, okay, was passiert, wenn der Spieler so und so sich entscheidet? Und für einen Film, wenn man für ein Drehbuch schreibt, da habe ich für kleine Projekte mal was gemacht. Muss man halt immer im Kopf behalten, wie sieht das nachher aus? Wenn ich das jetzt so beschreibe, können wir das tatsächlich so aufnehmen? Kann man das filmisch rüberbringen? Im Buch kann ich einfach sagen, hey, er dachte das und das. Im Film muss ich irgendwie zeigen, dass die Person das denkt. Und wenn die Figur immer ausspricht, was sie denkt, dann kommt die schnell ziemlich dämlich rüber. Das heißt, wir müssen dann ein bisschen wieder Kreativität anschmeißen, dann, okay, wie zeige ich das? Wie zeige ich das dem das jetzt extrem unangenehm ist, diese Situation? Körperhaltung, vielleicht dreht er sich ein bisschen weg und guckt in die Ecke oder so. Gibt es ganz viele Sachen, mit denen man arbeiten kann, wenn man vorher seine Hausaufgaben gemacht hat. Hausaufgaben ist vielleicht auch noch ein gutes Stichwort. Zu den Projekten können wir ja gleich nochmal kommen, aber wie bist du Autor geworden? Was ist so dein Weg? Wie bist du zu Ja, dem da gibt es geworden, was natürlich du jetzt bist? Ja. ganz viele unterschiedliche Wege, die man nehmen kann. Da ist meiner sicherlich jetzt nicht der einzig wahre. Aber für mich war das eine frühe Liebe zu Büchern. Ich habe mir mit 5, bevor ich in die Schule kam, habe ich mir selbst Lesen beigebracht und habe angefangen, alles zu lesen, was ich in die Finger gekriegt habe. Und habe ja schon in der Grundschule gesagt, boah, ich möchte eigentlich irgendwann gern mal selbst was schreiben. Und zwischen 11 und 13 habe ich zum ersten Mal selbst was geschrieben. Das war ganz furchtbar. Das wusste ich damals nicht. Ich fand das ganz fantastisch. Ich hab da mal stückeweise in einem Stream vorgelesen und wir haben viel gelacht, weil das tatsächlich schon so, das war so schlecht, dass das schon wieder witzig war. Aber das war so der Grundstein quasi, dieses, okay, ich habe da tatsächlich 2 Jahre lang, und in dem Alter sind 2 Jahre eine verdammt lange Zeit, 2 Jahre intensiv an einem Projekt gearbeitet. Und es hat Spaß gemacht und ich wollte das wieder.
Und dann kamen eben die eben erwähnten Hausaufgaben ins Spiel. Dann muss man halt schauen, wenn man das wirklich machen möchte, Lesen verbessert einen, weil man sich die Tricks von anderen abschauen kann. Wie macht man sowas? Wie bringt man ein gewisses Gefühl zustande im Leser? Selber schreiben. Alles, was jedes Mal, wenn ich was Neues schreibe, werde ich ein kleines bisschen besser, ist halt einfach so. Und ja, auch andere Geschichten warten, also andere Medien zu benutzen, wie zum Beispiel im Computerspiele, hilft ungemein, weil man einfach einen anderen Blickwinkel bekommt. Wie erzählen die ihre Geschichten? Was machen die? Man muss nur ein bisschen nicht einfach nur konsumieren, sondern einfach ein bisschen mit wachem Kopf dran gehen, während man sich Sachen genießt, ein bisschen drüber nachdenken. Wie machen die das eigentlich? Warum gefällt mir das jetzt? Warum macht mir das Spaß? Und hast du dann in irgendeiner Form eine Ausbildung zum Autor gemacht? Hast du ein Volontariat bei einer Zeitung oder so gemacht? Hast du was studiert oder bist du das wirklich einfach geworden, weil du es wolltest? Ich bin das einfach geworden, weil ich es wollte. Das ist auch was ich immer wieder sage, weil ich treffe dann auf Messen oft Leute, die meinen, ach, ich würde ja auch gerne mal was schreiben, aber ich habe halt kein Talent oder ich habe es nicht gelernt. Und ich sage, Leute, ihr könnt euch meine erste Geschichte ansehen, die war Schrott. Wirklich, ich kann die nicht lesen, ohne dass sich in mir alles zusammenzieht vor Peinlichkeit. Und das ist völlig in Ordnung. Man fängt halt irgendwo an. Man braucht kein Studium dafür, man braucht eigentlich nichts, man braucht einfach nur sein Gehirn und mindestens eine Hand, mit der man das irgendwie tippen kann. Selbst wenn man keine Hände hat, hey, es gibt immer noch hier Diktatsoftware und so. Also nicht mal das, man braucht eigentlich nur seinen Kopf, ein bisschen Kreativität, eine Idee. Und der Rest ist rumprobieren und ein bisschen Durchhaltevermögen. Und da mache ich Leute immer wieder gern drauf aufmerksam. Wenn ihr schreiben möchtet, dann schreibt. Das muss ja nicht gleich der Beruf oder der Bestseller oder sonst was werden. Erstmal machen, Spaß haben, vielleicht mit Freunden teilen. Wenn man dann feststellt, hey, das ist wirklich gut geworden, dann kann man gucken, veröffentliche ich das. So war das bei mir halt auch. Ich habe jahrelang für mich selbst geschrieben und ab und zu mal mit irgendwie Freunden geteilt. Bis irgendwann eine Freundin von mir gemeint hat, hey, das ist wirklich gut. Wie wäre es, wenn du mal versuchst, das zu veröffentlichen? Und dann ging alles sehr, sehr schnell. Gibt es denn, also bei mir entsteht gerade noch ein anderes Bild neben diesen Zettelbergen und der Schreibmaschine, nämlich das des Autors, der ein Manuskript zu einem Verlag schickt und das irgendwie entweder nie wieder was hört oder es zurückgeschickt bekommt mit dem Hinweis, das war ja wohl gar nichts. Wie machst du denn aus dem Schreiben einen Beruf? Also ein Beruf hat ja meistens was damit zu tun, dass man dafür auch zumindest ein bisschen Geld bekommt. Wie ist der Schritt dann gewesen? Ich muss an der Stelle auch ganz ehrlich dazu sagen, ich mache noch andere Sachen. Das ist zwar das, was mir am meisten am Herzen liegt und was mich wirklich glücklich macht, aber es ist nicht meine einzige Einkommensquelle. Ich kenne einige Autoren, aber nicht super viele, nicht die Mehrheit, die von dem Schreiben allein leben kann. Aber ja, das Veröffentlichen, entweder man macht es im Selbstverlag, da muss man aber viel Arbeit und viel Geld vorstrecken können. Das ist bei mir. Sag ich, okay, ich habe einmal die Finanzen nicht und ich habe die Energie, nicht das alles selber zu machen. Heißt, ich schreibe was und wenn ich so bei 50% bin und weiß, okay, so und so lange brauche ich noch und ich weiß auch, ich werde diese Geschichte auf jeden Fall abschließen, fange ich an, die an Verlage zu schicken. In der Hoffnung, dass da was zurückkommt. Aber wie du gerade schon gesagt hast, in vielen Fällen hört man gar nichts, weil die komplett zugeschüttet werden mit Manuskripten. Da hilft es, wenn man auf Messen ein bisschen Kontakte knüpft und die Leute kennenlernt von den Verlagen. Wie so oft. Wenn man dann jemanden kennt, dann ist der vielleicht eher geneigt, auch wirklich mal drüber zu lesen und sich die Zeit dafür zu nehmen. Und wenn du jetzt eine Geschichte entwickelst und da kommen Figuren drin vor, nehmen wir jetzt mal für ein Computerspiel, in dem es um, keine Ahnung, eine Fantasy-Geschichte geht und du hast drei, vier Hauptfiguren, wie entwickelst du die? Kriegen die eine eigene Geschichte? Wie baust du das auf und was von dieser Geschichte der Figuren kommt nachher eigentlich noch in der Hauptgeschichte vor?
Das ist mal eine interessante Frage. Ich persönlich handhabe das so, dass ich Kurzgeschichten vorher schreibe für die wichtigsten Figuren. Also quasi, ich habe eine ungefähre Ahnung, wie die Geschichte aufgebaut ist, wo will ich hin mit der Geschichte, was für Figuren brauche ich dafür. Manchmal fange ich auch mit Figuren an, wenn ich irgendeine super Idee habe für eine coole Figur und will dir eine Geschichte erzählen. Aber in den meisten Fällen kommt die Geschichte zuerst. Und dann schreibe ich ein paar kurze Sachen, wirklich, wirklich kurze, aus dem Alltag von der Figur. Also nicht während dem Abenteuer oder während irgendwas Außergewöhnliches passiert, sondern, keine Ahnung, wie verhält sie sich, wenn sie einkaufen geht und dabei einen alten Schulfreund trifft? Was für Gefühle passieren da? Das ist eine kleine Ausnahmesituation, keine große. Aber daraus kann ich dann gut schließen später, was passiert in der größeren Ausnahmesituation. Ist die Person vielleicht super schüchtern und traut sich, obwohl es ein alter Freund ist, sagt nichts und guckt weg und geht einfach weiter. Dann weiß ich, okay, in der großen Ausnahmesituation, in dem großen Abenteuer, was ich später schreibe, werden da gewisse Tendenzen da sein, wie die Figur sich verhält. Das hilft mir ganz ungemein, dann durchgehenden Charakter zu schreiben, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn mitten in der Geschichte plötzlich der Charakter bricht und die Figur sich einfach auf eine Weise verhält, wo ich sage, das fühlt sich falsch für die Figur an. Da läuft sie mal kalt den Rücken runter, wenn sowas passiert. Genau, also du arbeitest sozusagen die Figuren vorher aus, damit sie in der Geschichte dann auch tatsächlich leben können und miteinander interagieren können und überhaupt handeln können, ne? Richtig. Und dadurch sind meine Geschichten teilweise relativ figurengetrieben, weil ich halt schaue, okay, wo wollen die mit ihrem Leben hin? Was für Sachen machen die, um ihre Ziele zu erreichen? Was sind sie bereit zu machen, um ihre Ziele zu erreichen? Und wenn man dann vier, fünf, sechs Figuren, die man wirklich tief ausgearbeitet hat, in so eine Geschichte schmeißt, dann gibt es interessante, das ist wie so eine chemische Reaktion, die reagieren dann miteinander. Von alleine quasi, ja. Ja, im Prinzip. Wir haben ja dieses Jahr bei Play das Oberthema zumindest für viele Veranstaltungsteile und die Ausstellung das Thema Soap Opera, also Drama, viel Drama, manchmal auch ein bisschen billiges Drama, wenn man das so sagen kann. Wie würdest du eine, es wird die Frage zu groß, aber doch ein kleines Spiel, in dem ein Cliffhanger, daraus bestehen ja viele Soap-Opera-Serien, dass man am Ende so mit einem Höhepunkt endet, der einen dazu verleitet, das nächste Mal weiterzugucken. Wie würdest du eine Geschichte aufbauen, die Soap-Opera-Charakter hat? Was gehört dazu? Drama ist ja ein wichtiger Baustein für Geschichten grundsätzlich, weil wir brauchen irgendwas, um das Interesse zu halten, irgendeine Art von Konflikt. Und dieses zwischenmenschliche Drama ist ein super Konflikt zu benutzen in der Geschichte. Und klar, wie dezent man das jetzt machen will oder ob man es eben Soap-Opera-Style so richtig dick aufträgt, ist dann im Nachhinein einem selbst überlassen, was gehört in die Geschichte rein, was will die Geschichte im Endeffekt. Aber im Endeffekt, auch da wieder, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht, wir sehen so viele Konflikte zwischen Leuten, die wir benutzen können, sei es ein politischer Konflikt, weil zwei Leute unterschiedliche politische Ansichten haben, oder eben ganz klassischen romantischer Konflikt, vielleicht zwischen zwei oder drei Leuten, wo die einen an anderen interessiert sind, die dann nicht zurück interessiert sind. Da kann man ganz leicht ja, Großdrama draus machen, wo es dann auch wieder darauf ankommt, wie gut kenne ich die Figur, wie reagiert die auf dieses Drama. Und naja, wenn wir das jetzt wollen, können wir natürlich leicht sagen, hey, ich schreibe eine Figur, die extrem groß reagiert, sage ich mal. Schreibt dann natürlich keine Figur, die einfach nur den Kopf hängen lässt und sagt, oh ja, schade, dann halt nicht. Sondern schreibe ich jemanden, der für das kämpft, was er möchte oder woran er glaubt, um den Konflikt eskalieren zu lassen. Und schwupp, haben wir was sehr, sehr Spannendes, dass wir in ganz viele Richtungen ausarbeiten können, je nachdem, wo wir eben mit der Geschichte hinwollen.
Und dann können wir im Prinzip jeder Stelle, nachdem wir den Leser dazu gebracht haben, zu sagen, hey, dieser Konflikt interessiert mich, können wir abbrechen und können sagen, hey, Cliffhanger, nächstes Mal geht's weiter, viel Spaß. Ja, das klingt logisch. Also große, große Gefühle, große Dramen sind vor allen Dingen nötig, um es weiterzutragen, ne? Halt, wenn wir klein bleiben, das geht natürlich auch, und das ist momentan tatsächlich auch ein beliebtes Genre, so ein bisschen cozy Sachen, wo gar nicht so viel Drama ist und gar nicht so viel Schlimmes passiert, einfach nur das lesen viele Leute, um sich so ein bisschen zu entspannen. Aber für, ich sag mal, für, wenn ich jetzt einen langen Roman schreiben möchte und ich will, dass die Leser dabei bleiben, dann sollte ich wahrscheinlich in den meisten Fällen einen Konflikt nehmen, der nicht alltäglich ist, sagen wir mal so. Weil die alltäglichen Sachen, da kann ich einfach rausgehen, kann die selbst erleben. Ich lese persönlich eher Bücher, um eben was nicht Alltägliches zu erleben. Ich gucke ins Publikum und frage mich, ob es Fragen gibt. Ich gucke aber auch mal in den Chat, ob es Fragen gibt. Da sieht es nicht so aus im Moment. Gibt es unter euch Fragen, die ihr gerne loswerden wollt? Wenn ja, dann gäbe es ein Mikrofon, in das ihr diese Frage reinsprechen könnt. Und Dennis würde sie beantworten. Lieben Kerl. Da kommt schon eine. Hörst mich? Sergei, hi. Kurze Frage, um auch ein bisschen Werbung für dich zu machen. Wann kommt denn dein nächstes Schreibtraining auf Twitch für interessierte Leute, die jetzt selbst Bock haben, ein bisschen was zu lernen? Ich streame Schreibtipps jeden Donnerstagmorgen um 10, also morgen früh um 10 geht's weiter. Wo ich mir immer ein bestimmtes Thema raussuche. Kann man sich natürlich auch nachher dann noch angucken. Ich lade die auch auf YouTube hoch. Wo ich mir ein bestimmtes Thema raussuche und das dann wirklich intensiv beleuchte. Ich gucke mir das richtig tief an, mache mir ein Skript dazu und dann macht man einen Stream. Die gehen meistens so eine Stunde lang. Ich glaube, wir haben mittlerweile irgendwie um die 60 oder so davon auf YouTube. Insgesamt habe ich davon schon über 100 gemacht. Zu verschiedenen Genres, zu verschiedenen Erzähltechniken, solche Sachen. Und ja, jeden Donnerstagmorgen. Dankeschön, ihr habt's gehört. Genau, das wollte ich euch auch unbedingt empfehlen. Also, wenn ihr nach Dennis sucht in den verschiedenen Kanälen, dann werdet ihr sehr viel von seiner Tätigkeit als Schreibcoach mitbekommen. Und es ist wirklich sehr hilfreich, weil es auch zusammen entwickelt wird, ne? Also, die Twitch-Geschichten, die du machst, die sind ja in Kommunikation mit den Leuten, die auch zugucken. Und ihr entwickelt gemeinsam Themen oder entwickelt an den Fragen, die die haben, die Themen weiter. Genau, ich habe quasi eine grobe Richtung, wo ich hin will und Dinge, die ich auf jeden Fall erwähnt haben möchte. Und dann gehe ich ein bisschen mit dem Chat noch darauf ein, je nachdem, was da für Fragen sind. Oder die teilen Sachen aus Projekten, an denen sie gerade arbeiten. Das könnt ihr auch machen. Fraycation heißt übrigens der Kanal. Wer im Chat ist, sieht das. Ich habe da schon was kommentiert. Da könnt ihr, wenn ihr selber schreibt, einfach auch direkt Sachen fragen zu dem, was ihr gerade macht. Und sagt, hey, wir hatten letzte Woche, haben wir darüber geredet, wie man Charaktere umbringt, sodass das einen großen auch wieder dieses Drama-Ding. Wie bringe ich jemanden um, sodass das auch wirklich Gefühle erzeugt beim Leser? Und da kamen auch ein paar sehr interessante Fragen zu. Gut, Dennis, vielen, vielen Dank. Ich habe aber noch eine Frage im Chat, die du auch siehst. Welches Spiel hat dich in Sachen Storytelling am meisten geprägt? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Wenn wir uns ganz, ganz früh anschauen, habe ich eines der ersten Spiele, wo so wirklich Story mit drin war, die ich gespielt habe, war Fallout 2. Vielleicht nicht unbedingt altersgerecht damals. Aber ich habe da gemerkt, so den großen Unterschied. Ich habe ja gesagt, ich habe sehr früh und sehr viel gelesen. Und dann habe ich dieses Spiel gespielt, wo man sehr viel Freiheiten hat.
und gemerkt, wie unterschiedlich das Storytelling ist. Da wird trotzdem eine Geschichte erzählt, die ist aber nicht völlig linear. Da kann man Dinge anders machen, man kann es nochmal spielen und kann Dinge anders machen. Und das hat mich sehr geprägt, dieser Gedanke, so okay, es gibt noch andere Arten von Storytelling. Ich muss nicht einfach nur eine lineare Geschichte erzählen. Ich glaube, das war auch die Idee, warum ich dann zum ersten Mal so ein Spielebuch geschrieben habe, wo man eben eigene Entscheidungen treffen kann, weil ich ausprobieren wollte, kann ich das so übertragen? Und die Antwort ist jein, man kann es nicht wirklich hundertprozentig übertragen, die Freiheit von einem Computerspiel in ein Buch. Da bräuchte man einfach bergeweise Papier, um das irgendwie zu machen. Aber man kann einen Ansatz davon geben. Und das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als einfach nur ein Buch zu lesen. Super, ja. Jetzt sehe ich keine weiteren Fragen. Meine Abschlussfrage ist, was wäre jetzt dein Tipp, wenn jemand schreiben möchte für Computerspiele, für digitale Spiele? Was sollte er oder sie tun? Im Prinzip ähnlich wie beim, was ich auch fürs Bücherschreiben sage. Schaut euch die Spiele an, die ihr gerne mögt. Was da dran ist das, was euch packt? Was ist das, wo ihr sagt, hey, das ist das, was dieses Spiel außergewöhnlich macht? Und schaut euch an, schaut mal hinter die Kulissen, einfach nur indem ihr euch überlegt, wie haben die das gemacht? Ist das ein sehr lineares Spiel mit einer linearen Story, wo mir viel vorgegeben wird? Okay, aber warum packt mich das, obwohl ich nicht selbst viel entscheiden kann? Oder dann eben, ist das ein sehr freies Spiel? Wie kriegen die mich dazu, dass ich die Geschichte quasi zu einem befriedigenden Ende bringe? Lernt von denen, die es gut machen, weil es gibt immer Leute, die schon was in die Richtung gemacht haben. Und dann könnt ihr darauf aufbauen. Dann habt ihr quasi die Basis, die euch geben. Und ihr könnt dann mit eurer Kreativität Sachen hinzufügen und ausprobieren und austesten. So mache ich das beim Schreiben im Prinzip auch. Super, ja. Vielen Dank für diesen Tipp am Ende. Wie schön, dass wir bei dir sein durften und sehen konnten, wo du arbeitest und ja, du auch erzählen konntest, wie du arbeitest, wie du das geworden bist. Du hast schon versprochen, nächstes Jahr bei Play zu sein. Vielleicht können wir einen Workshop entwickeln und könnte genau ja, das, was du gerade beschrieben hast, so ein Mehrebenenbuch mal als Computerspiel entwickeln. Ich habe tatsächlich dafür einen fertigen Workshop, den könnte ich nächstes Jahr mitbringen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Also, nächstes Jahr Dennis hier live vor Ort. Bei den digitalen Hausbesuchen geht es in den nächsten Tagen weiter mit dem Developer Yannick Beusen, dem Animationsspezialisten Carsten Seller am Freitag und der Ausstatterin Miriam Popke von Game2. Alle drei nochmal ganz unterschiedliche Perspektiven auf das, was Spiele können, auf das, was digitale Spiele können. Kommt hierher zu Play ins Jupiter in Hamburg. Hier gibt es Workshops, hier gibt es Ausstellungen, hier gibt es Shows. Besucht uns gerne im Play Valley. Das ist unsere digitale Festivalwelt. Und kommt bei Twitch in den Streams vorbei, wie ihr lustig seid. Für die Leute, die jetzt hier vor Ort sind, geht es weiter mit der Präsentation der Workshops. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie schön, dass ihr hier seid. Tschüss.